Und hiermit begrüße ich euch ganz herzlich bei Black Tree Gaming in unserem Waldi-Projekt wieder am Start hier. Wir waren unterwegs mit dem Bauhof. Wir haben Baustellen beendet. Oh, warte mal, ich muss hier gerade noch was, das muss noch darüber. So. Oh, das ist gerade so, das ist auch eine Lex hier. Oh, ich kann gerade nicht fahren. So. Ja, mal gucken, ob der Achim da ist. Anrufen versteckt. Sauer, der Bauer mit Power, guten Morgen. Guten Morgen, leicht hier. Ich bin gerade auf deinem Hof. Ich wollte mit dir dein Bauprojekt besprechen, ach, dann abgeschlossen, dass ich am Wochenende, am Freitag und Samstag noch vollendet habe. Baumaschine, du. Ja, der Bauer, schön, weißt du? Schöne Jacke. Ich bin der Baumeister. Bob, der Baumeister. Nee, vielleicht ein bisschen übertrieben. Ja, aber nur vielleicht. So. Vielleicht. Hast du schon gesehen, oder? Ja, habe ich schon gesehen. Ganz mit ihr hast hier schön Zaun gezimmert. Ja. Alles aus Waldstättner Holzschlag. Den Schrein. Aus der Schreinerei, aus der Sägerei meine ich. Sägerei. Das Sägerei. Sägewerk. Aus dem Sägewerk. Ja. Sehr geil auch. Super. Dann kann ich nämlich gleich heute die ersten Kühe bestellen. Perfekt. Eine neue Fleischerei Fachkräfte für Kühe noch nicht hat. Mal noch Milchkühe und dann schauen wir mal weiter. Ja. Was ich im Gegenzug machen musste, ist, ich musste die Steine setzen und eine Absturzsicherung hinmachen. Oha. Weil der Abhang. Ja, zum Abrutschen gedroht war, so steil wie der war, nur aus Erdreich. Und also Steine reichen aber auch für Halbwaldstätten zum Abstützen, ne? Ja, gut, warum haben wir so ein riesen Kieswerk und Bergwerk da unten? Wir sind dann angekarrt worden, ich habe sie hingesetzt und sind noch fest betoniert worden, damit die nichts sich eigentlich nicht mehr bewegt. Fest geschraubt? Nee, betoniert. Ich habe noch, Restbeton habe ich jetzt noch oben im Hänger drin. Hier im Hänger, schau, da ist noch Beton drin. Ist der Restbeton jetzt noch. 16.000 Liter Beton. Ja. Einfach so im Hänger. Ja, habe schon angemischt, so ist nicht. Die restlichen Baumaschinen sind schon wieder weg. Die Mischer. Achso. Okay. So. Habe ich ja dann nicht mehr gebraucht dann. Da lehm ich. Ja. Ja. Sieht gut aus. Und ja, dann können die ersten hier wieder einziehen. Ach, ein paar. Ja. Vier Beine Ruhe. Ja. Buchhaltung müsste auch schon dir die Rechnung geschickt haben, wahrscheinlich. Ja, ich gucke mal. Oh ja, da ist sie. Sehr schön. Oh. Das ist die, die du mir noch schuldest. Dann bezahle ich doch gleich. Zack. War nicht mal so teuer. Ja, ne, also eben der Stahl und so, das war ja extra Bestellung. Das hast ja du gemacht. Ich habe es dann nur aufgebaut und die Zäunung gemacht. Und halt anteilig, ein Teil hat natürlich die Stadt übernommen, weil es natürlich nicht nur dein Gelände betrifft, sondern auch das, die Straßen und der Gemeinde. Ja, stimmt. Deswegen hast du nur anteilig was zahlen müssen, weil durch deine Baumaßnahme da oben halt der Hang am Abrutschen gefährdet war. Deswegen vielleicht das nächste Mal auch mit dem Bauamt nochmal besprechen. Wenn du so nah was an der Kante baust. Da war noch Fischeramt, das hat doch viel. Ja, ja, eben, das habe ich mir schon fast gedacht, deswegen. Aber in Zukunft vielleicht kurz. Baumäßig bin ich Laie. Ja, eben deswegen kurz mal Rücksprache halten mit mir in Zukunft, dass dann.
wird erledigt. Wenn da was, jo, wenn da was hinkommt. Gerade so an der Kante. Gut, dann packe ich nämlich zusammen. Ja. Dann wäre ich nämlich soweit durch. Zusammen. Ja? Gut, supi. Supi, also. Alles klar, dann mache die gut. Im Fischer rufe ich es gleich an, weil ich warte auf mein Radi Dinski. Ah, ja, genau. Oh ja, Silage, gell? Apropos, jetzt fällt mir noch was ein. Du, die LKW-Geschichte. Wir müssen noch auf unten umschreiben, gell? Ich weiß, ja. Schaffen wir das heute noch? Oder schaffst du das heute noch? Schreibst dir um. Ja, super. Genau, perfekt. Es ist heute Abend Ratssitzung. Da. Ach stimmt, da ist schon noch Ratssitzung heute Abend. Ja, stimmt. Ja. Ja. Aber ja, ich rufe meinen Fischer an. Alles klar. Super, ja. Bis dann. Jo, ciao. Bis dann. Tschüssi. Das war so nicht beabsichtigt. Oh, ganz schlechter Ping, du. Fährt der Kollege zurück. Es ist gerade ganz grauenhaft. Denn der? Ach, der fährt. Oh. Sag mal, was ist denn los, Mann? Ach, das. Charlie, hallo. Charlie. So ganz hat es der Herr Fischer nicht verstanden mit der Billigkeit von Radlaber. Mit der was? Hab ich das Gefühl. Der Dringlichkeit von Radlaber. Warum? Du musst ja heute liefern, hat er gesagt.
Ja, ich bin gerade angerufen und hat gesagt, ja, ja, schauen wir mal. Er muss jetzt erst seinen Hof neu sortieren, da ist so viel los gerade. Was für einen Hof sortieren? Sein Inhalthof. Maschinenhandel-Dings. Wieso, was muss er da sortieren? Ich weiß es nicht. Nee, die ganze Bestellung oder was? Ja, wahrscheinlich. Hm. Also, kann ich mal sprechen, ob heute noch Silage kommt, ne? Ja, ich fahre hier gerade runter. Ich guck nochmal nach und mache nochmal einen Druck hier. Treib schon ein bisschen an. Und dann steht dein wunderschöner Bier noch bei mir auf dem Hof. Nur falls du den vermissen sollst. Dann steht er bei mir. Okay. Hä, mit was? Schwarzer Hänger hinten dran. Warum denn das? Da brauchst du nicht mich fragen, mein Freund. Kann ich den eigentlich übers Helfermenü zu mir runterschicken? Yep. Ah, da, Leichtmaschinenpark. Hab's gerade mal aktiviert. War da los? Ja. Jo, fährt los. Beziehungsweise weit, weil ich im Weg stehe. Aber jetzt. Achso. Perfekt, okay. Jo, guti. Alles klar, dann bis später. Bis jo, ciao. Und die Anlage ist noch an, sehe ich gerade. Scheiße. Damit muss man nach Hause machen. Helfer hat aber auch okay, ich muss glaube ich erstmal noch über die Karte fliegen, du, das ist ja brutal. Müssen wir nachher noch die Feldbearbeitung checken? Wie es damit aussieht.
Ja. Vale. Bist du am Landhandel? Ja, nee, beim Maschinenhandel. Ja, also gerade gegenüber. Komm mal bitte an die Straße vor, ob das bei dir auch so ist. Moment. Ich komm. Bist du? Hast du schon mal... Oh Gott. Hast du schon mal miterlebt, dass ein 43 km/h Traktor auf einmal 57 fährt? Ja. Hat vorhin. Ich hab extreme Probleme. Aber das müssen wir gleich besprechen. Kann es das sein, dass die Böpfels auch bei dir halb draußen sind und die Motoren sausen so laut? Miep. Nein, nicht. Dann ist einfach nur. Ist hier immer noch? Hä? Nee, jetzt ist weg. War noch immer irgendwo. Ah ja, hier. Ja, da hinten auch überall. Ach du Scheiße. Einfach nach oben. Ja, jetzt geht's. Eieiei, war das gerade ein Geschepper. Ja. Zwei Sachen, ist schon irgendwas fertig für mich? Nee, ja. Ja, halber. Komm mal nach hinten. Ja, komm mal. Ah, ich muss deinen PKW noch überschreiben, gell? Ja, das kommt jetzt ganz zum Schluss. Achso. Das habe ich noch gar nicht mal angepasst. Hm. Und wenn hier. Das passt auch so, oder? Passen? Fehlt da noch irgendwas? Der neue Anhänger. Der Mulch. Ja. Die Transporter, die zwei Hänger, der Isaria. Ne, ich glaube, das ist es, ja. Gut, okay, dann habe ich jetzt hier einmal einzeln immer die Dinger. Die Formulare hier mal. Das ist alles schon repariert und getankt, oder was? Ja, das war fast ja alles neu. Hallo, mach mich durch, bitte. Die zwei Trecker nicht, oder? Nee, die zwei Traktoren nicht, nee. Und Nummernschild dann noch. Ja, weiß ich ja nicht, das hast du ja abgeklärt. Der Bürgermeister wollte es mit dir abklären und hätte dir sagen sollen, dass du die Nummernschilder generierst und ihm das dann mitteilst und dann krieg ich die Rechnung. Ich bin ja kein Anmeldungsamt. Das macht aber der Händler macht das im Regelfall. Okay. Kann ja umstellen irgendwie helfen, wenn es beim Umstellen irgendwas gibt. Soll ich mit dem Trecker auch vorfahren? Komm, ich fahre noch vor. Ja, mach mal. Was willst du denn für ein ganz sein haben? Ja, PL für PL, also vielleicht und dann irgendeine Nummer. Nummer interessiert mich eigentlich nicht. Grün, oder? Ja, grüne Kennzeichen, ja. Trecker springen grüne.
den jetzt schon überschrieben, oder? Nein, du musst den noch unterschreiben. Ach so. Häng fest. Ja, auch nicht. Ja, aber nein, ich hab du musst ja unterschreiben, ja. Das war jetzt ja härter, oder? Ja, überschreiben kann, musst du ja auf mich. Kann ich ja nicht. Ja, du musst das Formular unterschreiben. Ja, ja, ich wollte nur fragen, ob du schon hier gemacht hast. Deswegen unterschreibe ich gerade alles. Du musst alles. Das hast du ja schon unterschrieben jetzt. Ja, habe ich gerade gemacht. Ja. Kannst du ja gerade mal drauf fahren? Ja, was? Ich glaube nicht, dass ich da mit beiden drauf komme. Ach doch, das geht schon. Reicht das so? Ja, das reicht. Saria, Trecker und Hänger, gell? Ach, was ist denn los? Das ist was im Platz. Warum fahrt er jetzt nicht?
So. Oh, alter Falter. Fahren wir dann noch eine Flotte nach Hause. So, wunderbar klappt es. Kommen wir mit den ganzen Geräten hier an. Weil den können wir eigentlich hinlassen. Ich sagen, stellen wir uns auch mal dahin. Der Kollege ist auch schon da. So, der John Deere wird mein Ackergaul auf dem Feld. Das ist eins, was klar ist. Mit dem werde ich jetzt nicht mehr umfahren. Oder zumindest versuche es nicht zu fahren. Also ich brauche ihn dringend natürlich. So.
Jetzt habe ich den Riesenhänger da noch. Braucht den eigentlich gar nicht, gell? Dreh ich mal da ab. Sari, machen wir noch nach da hinten. Beziehungsweise soll ja eigentlich an die, an den da dran. Hört er dann zu dem Block. So, ah doch. Vierundfünfzig, 69. Hallo Phil. Hallo Ole. Rat mal. Antrag Ferien auf dem Bauernhof bei Leicht. Was? Ja, hatte ich gerade eine Idee. Oh je. Rat mal, wer sein Radlader immer noch nicht hat. Sag mal, was ist mit dem los? Ja, warum? Ich muss erst deine Rechnung bearbeiten, wenn du zuerst dran warst. Also, Digga, kann doch denn seinen Mitarbeiter schicken, das Ding bei dir abzuliefern, oder? Nee, er muss erst noch die Rechnung schreiben und erst dann kann man mir überschreiben, erst dann kann man losfahren. Aber jetzt, er muss jetzt erst deine Rechnung schreiben. Meine kann er auch später schreiben. Wieder anders.
Ja, ich habe jetzt gerade LKW und die zwei Hänger überschrieben. Ah, okay, super. Dann kann ich nachher noch vorbeifahren. So. Unten soll ich sie hochschicken? Nee, 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 nee. Ich will sie noch, noch durch den Ding bearbeiten lassen. Okay, dann lasse ich sie einfach stehen. Du darfst schon aber gerne die Rechnung noch bezahlen. Ach so, ja, ja, mache ich. Moment, danke, das mache ich gleich. Gut. Also jetzt hopst der Fischer gerade bei mir rum. Denke. Ja, alles klar, gut, okay, ciao. Danke dir. Bitte, gerne. Ist konstant so langsam, oder? Ne, jetzt gibt er Gas. Gut. So, dann können wir für mich ist echt wenig, aber wir haben ja oben noch wegen Silage im Bunker. So halt. Doch, jetzt gehen wir erst. Das sind wir den neuen Hänger. So. Beziehungsweise. Lass mich mal kurz überlegen. Hallo? Pickup heißt der. Hi. Pickup, der aus dem Forschungs. Was? Ja, der Pickup hier, dein Pickup. Ja? Genau, wie viel wert soll ich kauf dir den ab. Weil du wolltest den ja weg haben, ne? Den alten. Nee, den neuen, den ich dir gerade verkauft hab. Ja. Natürlich den alten, meine Güte, also ich. Ja, natürlich kaufst du mir den ab, ja? Was ist er denn wert? Weiß ich nicht, steht alles in deinem Buch drin. Moment. Muss ich digital gucken. Oder Handy oder was ist es nicht, was du hast. 10.000? 10.000. Also ich muss sagen, das ist schon tolles Ding und so. Dann Mama, 9.000. Okay. Okay. Also fährst du meine Rechnung 9.000 und dann kannst du auch bitte gleich irgendwann mal herkommen und das Ganze. Ja, ich muss eh. Klump hier unterschreiben. Ja, genau. Mache ich und ich komme eh, weil alles kaputt ist. Ich noch den den anderen da abholen muss. Du musst noch den anderen hier, ne? War es den anderen? Oh, ja.
muss den Mulcher mitnehmen. Ja, genau. Und wir müssen mit dir besprechen, wegen LKW umdesignen. Gute Idee, weil das Rindfleisch ist echt kacke. Ja. Das hat halt nichts gebracht, ey. Ich wollte das Telefon wegzuhalten. Ja. Hast du das mit der Anträge drin? Feldkauf, Antrag Ferien auf dem Bauernhof und. Nee, weil ich bin gerade geschäftlich unterwegs. Okay. Das muss aber für heute Abend noch rein. Also ich hab's deswegen in den Text geschrieben. Alter, ich hab keinen Platz mehr, da stehen schon 50 Sachen. Dann schreib's halt irgendwo dazu, das sind drei wichtige Sachen. Die zwei Sachen kannst du zusammen machen, das betrifft ja mich. Oder was mich betrifft. Soll ich dir den lackieren? Neu? Was? Den Pickup, den neuen. Achso, stimmt, den soll ich dir ja neu lackieren. Du sollst mir umlackieren, ja? Stimmt. Warte, dann tue ich das gleich mal hier. Unterm Haus. Unterm Haus, ne? Du weißt, was ich meine. In der Halle drinnen. Ah ja, genau. Was soll ich jetzt? Ah ja, genau. Das soll kann ich reinfahren, gell? Ja. Das kann ich gleich machen. Nachher. Später mal. Irgendwann. Ja, wir können es ja vor der Sitzung noch machen. Ich fahre jetzt gerade zur BGA hoch und würde dann runterkommen. Nein, mein Tablet muss weg. Ich habe noch einen Platz. Und kannst du bitte, hat der Ding seinen Radelinski gekriegt? Ja. Gut. Meine BGA läuft nämlich sonst leer. Kannst du mir bitte nochmal sagen, die Punkte, weil ich kann nicht beides gleichzeitig. Weißt du, ich habe das alles hier. Antrag, Feldkauf, Nummer, weiß ich gerade nicht mehr, 54 und 69, glaube ich. Und 54, ja? Ja, 54, 69. Ja, genau. Klar. Dann Antrag, Ferien auf dem Bauernhof bei Leicht, also bei mir. Kann ich Ferien Bauernhof schreiben? Ja, unterschreiben. Oh, fährt sich der geil, der Trecker, hey. Ja, gell? Habe ich tolle Sachen angedreht. Mhm. Und jetzt? Und Antrag Bausanierung Brücke. Was willst du jetzt für eine Brücke bausanieren? Die Brücke, wo zu mir führt, das solltest du eigentlich schon sanieren. Da können wir nicht mehr mit den LKWs drüber donnern jetzt. Tut mir leid, dass ich halt auch mal ein paar Arbeit erledigen muss. Oh, die Möpfel stimmen auch, ja. Also, irgendwie muss hier eine absolute Technik scheiße passiert sein, du. Wieso? Die Möpfels ja, der BGA-Spinnen auch. Na, ich glaube, die wurden gehackt. Aber also ich sollte neu lackieren, aber nicht neu lackieren, oder? Den Pickup. Also neue Farbe tragen. Okay. Ja, das soll halt tiptop sein. So, wie viel gebraucht? Damn. Kann ich theoretisch das komplette Grundding von dem Auto ändern? Also nicht nur die Farbe, sondern auch so. Ja, kannst du. Also weg. Das warst du geil. Also das soll ja geil aussehen, ja? Schon klar. Geht geil. Ja. Weich. Ne? Wir sehen und hören und sehen und sprechen. Ja, und bei der Sitzung. Lässt dann übereinander. Ja, bei der Sitzung. Bis gleich. Wie, du lässt das über mich? Was?
So, fahren wir jetzt in die Stadt. Klären das mit dem. Mit der Maschine. Leicht. Salle Phil, Achim hier. Salle. Du, weißt du, brauchst du Silage? Weil ich hätte jetzt dann wieder auf Vorrat. Ein bisschen. Ja, ich würde morgen, würde ich mir den LKW hochschicken dann, von mir, wenn du willst. Jo, oder, wegen, also wegen, oder ist er besser wegen dem... Oh, da steht noch der Ding rum. Wegen dem Fahren, oder? Ist es besser, wenn ich es dann in den LKW schicke, oder? Ja. Ja, also wenn du es dringend gebraucht hättest, hätte ich jetzt mal einen Hänger. Nee, ich hab vergessen, ich hatte noch im Silo noch Reserve drin, da war die eine Ladung. Die habe ich jetzt gerade noch ein bisschen was reingeballert. Und dann ist wahrscheinlich morgen früh gleich Beginn Sonnenblume-Ernte. Oh, okay, ja. Und du hast schon mal gemeint, du wolltest gucken, wie mein Lexion arbeitet. Ja. Also, komm ich gern dazu. Komm ich mit dem Trecker und mit dem Hänger, mit dem Großen zum Abfahren, oder? Nee, brauchst du ab. Abfahrmittel hier. Danke. Ja, okay. Das, ich hab großen Hänger und Abfahrmittel. Alles klar, alles gut, dann komme ich so hoch. Ja, passt. Mach ich. Ja. Bis nachher. Tschüss. Bis nachher, ciao. Hallo? Bin auf deinem Maschinenhandel. Aha. Bist du hinten, oder? Nee, ich bin gerade Auto lackieren. Ah. Und umbauen. Bin gerade. Willst du? Das ist denn geil. Willst du eine Seilwinde? Moment, ich leg auf, Freund. Servus! Hi! Es ist eine Seilwinde. Halt! Mach das den Karren richtig geil, ich sag's euch. Ja, jetzt warte. Ich hab jetzt gerade einen richtig geilen Bullenfänger dran. Ja, mach. Aber daran kann ich keine Seilwinde machen. Nee, dann lass keine Seilwinde. Okay. Ich hab jetzt ein richtig geiles Ding. Der kostet aber 9.900 dazu. Wie viel? 9.900. Weil ich hatte davor keinen geilen Grundfänger und Schnorchel und sowas. Ja, okay, nehme ich. Und dann die Frage, willst du, ich habe da jetzt einen 6,2 Liter V8. Hm.
Belzin V12. Ja. Kostet 22.000 mehr. Oh, das heißt, wir sind bei 30.000. 31.900, ja. Ah, mach. Also, aber. Mach. Mach. Ich hab, mach. Mach. Okay, ah, warte, Kennzeichen. BL, ja. 001. Wenn es es noch nicht gibt, ja. Okay, das vordere Kennzeichen sieht man gar nicht. Macht nichts. Okay. 3, 2, 1. Bleib dran. Nein. Nein. Wieso? So ein Scheiß, jetzt hat es nicht funktioniert. Den alten Pickup habe ich dir überschrieben. Ach scheiße, ich musste das Ding noch mitnehmen. Oh. Also ich kann da jetzt nochmal 30 Stunden dran sitzen, weil hat nicht so ganz funktioniert. Ja, muss man vielleicht später machen oder sonst irgendwie. Ja, ich guck nochmal. Können wir kurz den LKW besprechen? Den LKW, ja, können wir machen. Oder du, weißt du was? Mach du den LKW einfach, wie du willst. Aber ich bräuchte den morgen im Laufe des Tages. Okay, dann mach ich jetzt erstmal den LKW. Okay. Und das, spezielle Farben das, haben? Das Fass vielleicht dann auch. Nimm das Fass gleich mit. Willst du spezielle Farben drin haben? Was für spezielle Farbe? Ja, willst du sagen, jo, ich will da jetzt. Ich weiß ja nicht, was gibt. Und dir gelb. Ja, du kannst hey, irgendwie irgendwas mit Schwarz und irgendwie das gut aussieht. Ich kann dir richtig einzigartige Farben machen. Die haben so richtig so einen Effekt. Ja, aber solange es kein Riffelblech ist. Nee, meine ich. Und das Fass bitte auch, ja? Ja, mache ich dann passend. Ja, den Hänger kann man wahrscheinlich nicht machen, gell? Nee, der geht nicht. Und denke ans Kennzeichen bitte. Ja, okay. Tschüss. Tschüss. Muss mal gucken, ob ich das ankuppeln kann. Ach so. Das wird dann direkt per Online-Banking von dir abgebucht dann, okay? Ja, ja, passt. Okay, gut. Aber anständig, gell? Wie anständig? Ja, was Anständiges machen. Und jetzt kann ich die Werkstatt nicht benutzen. Ich flippe aus. Ja! Tschüss! Ja. Eine Werkstatt. Ja. Gut, mach ich so. Danke, ciao. Bin ich schon mal früher da, weil ich mich noch vorbereiten muss auf die Zoom.
Muss man ja noch verteidigen. Warte noch 2 Stunden. Scheiße. Warte noch 2 Stunden. Immer noch die weitere. Es geht ja. Trinken ja auf. So. Kann ich das jetzt trotzdem mal? Nee.
CP, weil ich nicht im Fahrzeug bin. Aber hat es 21 Uhr oder 20? 21 Uhr. Aber noch kurz Zeit. Nee, komm, passt nicht. So. Warum ich mich noch verteidigen muss, ist ja die... Gehen wir mal kurz in Flugmodus. Oder Baumodus. Dass ja hier kein Blitzer steht an der Einfahrt. Ach, praktisch in der Straße kein Blitzer steht. Kann ich aber nicht. Weil ich hier in dem Bereich keinen Blitzer stellen kann. Da die Mindestmeter nicht eingehalten werden. Von der Kreuzung weg. Als Blitzer haben wir nicht. Also konnte ich hier keinen Blitzer aufstellen. Wir haben hier an der Ortsausfahrt einen Blitzer zu dem. Und 2, 3, 4, 5, 6 Anwohner hier einen Blitzer aufstellen, weil diese die einzige Person, die eigentlich hier durchfahren, ist nicht rentabel. So, dann ist die Brückensanierung hier angesagt. Muss gemacht werden. Ach. Hallo, nein. Ah, das sollst du mir keine Pfeffern, was soll das? Ich hänge hier, Backpfeife. Hallo, ich stand da 3 Minuten vor dir, aber einfach nur gefallen. Ich war gerade noch im Drohnenmodus und hab mir was angeguckt. Ah, du hast eine Drohne? Ja, der Bauhof hat eine Baudrohne. Cool. Wir müssen übrigens noch zum Naturpark da oben gehen und Baubegehung hier sowas machen. Mhm, okay. Wann willst du das machen? Jetzt? Jetzt, genau. Im Dunkeln oder was? Ja. Heute arbeite ich nichts mehr, das sag ich dir. Muss nur mal kurz nachher was schauen auf mein Handy, ne? Aha. So, servus. Hallo? Hallo? Kuckuck? Keiner zu Hause? So, dann kann ich auch meinem Helfer noch kurz sagen. Zack.
Und ja. Guten Tag. So, sind wir anwesend? Ja, ja, man musste gerade noch ein Stromproblem lösen da hinten. Also ein Handystromproblem. Ja. Ja. Ah, so. Alle Ahü. Ausgekackt. Moment. Warte, trinken wir. Aha. Okay. Sind wir bereit? Mhm. Konrad, bitte verlese die Tagesordnung. Ich eröffne hier. Moment, ich muss erstmal mein Tablet aufmachen hier. Das ist aber eine Vorbereitung hier. Ja, tut mir leid, ich hab hier auch. Solange der Konrad jetzt noch träumt. Der Beamer hatte keinen Strom da oben, das muss man erstmal lösen da. So. So. Stimmt, jetzt wo du beim Bauamt bist, hast du auch solche Sachen zu tun. Ne? Ja, eben. Stimmt, Fall hier, nee, ja. Punkt 1 heißt. Hallo, Fall leicht. Du hast noch Möglichkeit, Einspruch gegen unser Urteil einzulegen, Phil. Und ich bin Richter. Also ich habe natürlich Einspruch einzulegen, ganz klar. Mhm. Also, ich möchte das kurz darlegen. Also A, habe ich natürlich nach vollem Gewissen für die Bürger gehandelt und die Blitzeranlage in der 50er-Zone dorthin bauen lassen. Wir haben keine Blitzeranlage, die für 30 gilt. Daher konnte ich die dort überhaupt nicht installieren. Ortsschild steht an der Kreuzung vorne dran, also praktisch bei der Einfahrt. Und dann beginnt keine 50 Meter weiter die 30er-Zone. Und in diesem Bereich kann ich keine Blitzer stellen, weil da auch eine Kreuzung ist. Also es ist ein nicht möglich. Und auch wegen 6 Anwohner dort einen 30er-Blitzer zu installieren, habe ich von Kosten von 150.000 Euro nicht abgesehen davon, dass ich das Ding da in Batsch, weil das unrentabel ist, auch für die Gemeinde. Die Betriebskosten dieser Anlage es ja genauso gibt und dass sich absolut nicht rentiert hätte da hinten. Alles klar. Und zudem habe ich das. Entschuldigung. Also ja. Zudem habe ich das nicht wie ihr denkt vielleicht, das absichtlich getan, die Blitzanlage dort oder dort keine Blitzanlage installiert, um mir da irgendeinen Vorteil oder sonst irgendwas zu schaffen. Das wissen wir ja alles schon, das heißt ja, das haben Sie, ich bin ja Richter hier, haben Sie ja das letzte Mal schon gesagt. Ja. Aber es geht ja auch darum, es wurde ja gar nicht kontrolliert. Haben Sie nirgends verzeichnet, dass da nicht hingebaut werden durfte? Oder wurde? Eigentlich wurde es dafür ja auch eingesetzt, auch dort, weil an jedem Ortseingang ein Ding gebaut wird. Aber es wurde halt ja nicht da, ja, so protokolliert, ne? Nee, das wurde nicht protokolliert, ne? Ja, eben. Also, ich bin jetzt Richter und ich würde jetzt so sagen, so 10 Jahre Haft. Ja, alles klar. Fischer, ich nehme dich da mit, ich sag's ja. Ich zieh dich da mit rein. Ganz ehrlich, du hast mich schon mal in den Knast gebracht. Nee, danke. ja, eben. Ja, letzten Endes kann der Richter maximal das verhängen, was der Ankläger fordert. Und ich finde, wir sollten das einer Geldstrafe belassen, eben weil nur die Dokumentation gefehlt hat. Wir gehen in dubio pro reo im Zweifel für den Angeklagten davon aus, dass der Herr Leicht es tatsächlich einfach vergessen hat und nicht in böswilliger Absicht. Seine Argumentation ist hieb- und stichfest, von daher eine kleine Geldstrafe, um die Dokumentation hier dann nachzuweisen und auch einen kleinen Eigennutz, der ja natürlich dann doch schon gewaltig sein könnte an der Stelle, einfach der Gerechtigkeitswillen durchzusetzen. Deshalb eine Geldstrafe in Höhe von 5.000 Euro wird hiermit beantragt. Euer Hochwürgen Fischer, bitte Ihr Urteil. Das ist nicht mal toll, so für ein Drittelmonat einfach in den Knast zu stecken. Nein. Preis von Städten. Es gilt hier das Recht, wir können nicht einfach willkürlich jemanden in den Knast stecken. Auch wenn die Stadt sagt, wenn du
Jetzt hör mal auf. Was denn? Okay, dein Urteil, Konrad. Ein Viertelmonat Haft. Was? Wurde nicht beantragt. Und die Geldstrafe. Komm, ein Viertelmonat, das hältst du wohl durch. Ich stelle hiermit offiziell den Antrag, einen neuen Richter zu benennen, da dieser hier anscheinend wegen Inkompetenz nicht fähig ist. Geht ja nicht, er ist der Angeklagte, du bist der... Ja, dann müssen wir halt der Herr Gähwieler nehmen, der zumindest ein bisschen ernst. Nee. Komm, also komm, wir haben eine große Tagesordnung. Wir haben eine große Tagesordnung. Ja, nein, vielleicht. Ja, also wie viel Geldstrafe jetzt? 5.000 Euro. 5.000? Alter! Du musst überlegen, du bist einmal hier ein bisschen mit 5 km/h mehr und hast gleich 30.000 zahlen müssen. Ja, ich also, weiß. Ich hätte jetzt schon gesagt, dass er ein bisschen mehr muss. Sag mal, verhandelst du jetzt gerade mit mir? Nein, ich... So, Alter, da biete ich jetzt an, ich zahle die 5.000 Euro und spende noch 5.000 Euro an eine gemeinnützige Organisation in Waldstätten, an den Kindergarten oder sonst irgendwas. Das ist Bestechung. Alles klar. Das... Das ist jetzt ein außergerichtlicher Deal, Phil, oder? Machen wir das so, außergerichtlicher Deal, wir einigen uns, Ankläger und Angeklagter einigen uns, 5.000 Euro Geldstrafe plus 5.000 Euro Spende, passt für mich. Achim. Und dann also auch, Phil? Ja. Gut, Fall Achim. Abgeschlossen, ist der Punkt, Konrad? Warte kurz, Achim, ich als Bürger von Waldstätten finde es ja schon ein bisschen blöd, dass wenn... er jetzt einmal da mit ein bisschen kmh mehr da durchgefahren wäre, dann hätte er gleich 30 so plus minus mit. So, und jetzt muss er nur 5.000 zahlen und ich wäre vielleicht 10 Mal durch diesen Kackblitzer da gefahren. Ich habe übrigens auch schon 60.000 Euro gezahlt, weil ich durch den oberen Blitzer durchgedonnert bin. Alles klar. Da habe ich sogar den Achim angerufen und habe ihm das noch gesagt, dass ich gerade voll durchgedonnert bin. Ja, aber das ist ja ein anderer Blitzer, hat er nicht mit dem anderen was. Ja. Konrad, nächster Arbeitspunkt. Ja, eventuell Bauvorhaben. Das war nämlich die Frage, aber die hat sich geklärt von mir. Nächster Punkt. Oh. Anfrage RDE. Moment. RTELHF. Was ist das? Also, das hat mir Friedrich gesagt und das ist irgendwie so ein Feuerwehrauto oder so. Ja, müssen wir schon ein bisschen genauer wissen. Ich würde sagen, solche Punkte musste Friedrich erstmal mit dem Bürgermeister abklären, ob das und dann in die Ratssitzung kommt, oder? Also, oder? Nein, da hat der Bürgermeister ja nicht zu entscheiden, ob da jetzt ja Feuerwehr bekommt oder nicht. Ja, also, wenn das, stell das Friedrich vor. Weil ich habe davon keine Ahnung. Ich weiß nicht, was das Fahrzeug ist, was es kann, was es da ist. Warte, ich hatte da so einen Zettel. Und ich kaufe keinen, oder ich bin der Meinung, wir brauchen kein Fahrzeugkauf für 300.000 Euro wenn, oder 400.000, was es kostet, je nachdem, wo die Stadt gar nicht braucht. Und wir haben ja jetzt schon 3-4 Fahrzeuge oder so. Genau, das muss ordnungsgemäß hier einmal präsentiert werden vom Friedrich. Ja, aber ganz ehrlich, so, da hat er mir aufgeschrieben, ja, warte, der RELH oder so, keine Ahnung, bin zu dumm als Fahrzeug. ELHF. Ja, genau, der. Der ist halt so, der ist ein Elektrofahrzeug. Das ist das erste, das ist gut für Umwelt und so. Anscheinend. Eins ist halt neu und hat halt viel Möglichkeiten. Also hat halt ne neueste Technik und so was. Und die Autobahn, da ist halt jetzt schon, ne? Wurde ja letztens auch mal dazu und das war schon ein bisschen. Ja. Und was kostet es? Ich stimme ja nicht dafür, wenn ich nicht weiß, was das Ding kostet. Also Basispreis, aber da kommt dann glaube ich nur die Folierung dazu. Ja, nur die Folierung kommt da dazu. 854.900. What? Nee. Abgelehnt. Ja, aber da ist schon die Ausrüstung dabei. Nein. Ist absolut in der Stadtkasse. Das haben wir gerade Waldstätten mal auf einem guten Weg wieder, dass die Stadtkasse sich nochmal langsam wieder füllt und wir andere Ausgaben machen können. Also sehe ich als Bürgervertreter, sage ich hier dazu nein. Langsam, hast du schon mal auf. Der Bürgermeister sagt auch nein, somit ist abgelehnt. Nächster Tagesordnungspunkt, Konrad. Fabrikgelände vom Herrn vielleicht. Wir müssen uns zusammensetzen und mal besprechen, wo wir die weiteren Fabriken
die wir so planen, wie ich zum Beispiel die Ölfabrik zur Geländeerschließung, wo wir die hinbauen und so. Da muss man vielleicht mal eine Ortsbegehung machen zusammen. Ja. Können wir auch im Winter machen jetzt erstmal. Ist kein Problem. Ja, frühestens im Dezember. Ja. Also so würde ich sagen, bleibt vielleicht in der Tagesordnungspunkt drin. Damit wir es nicht weiterhin vergessen. Alles klar. Nächster Punkt. Nächster Punkt. Fahrzeug technische Überprüfung. Genau. Vom Herrn Achim Sauer. Genau. Ich möchte einbringen, dass wir unsere Verkehrssicherheit in Waldstätten erhöhen müssen. Dass immer mal wieder zu Unfällen kam in letzter Zeit. Der Herr Friedrich hat mir da einen Bericht vorgelegt. Und erster Schritt wäre für mich, dass wir die technischen Zustände der Fahrzeuge in Ordnung halten. Und deshalb beantrage ich, dass jedes Fahrzeug, das potenziell am Straßenverkehr teilnehmen kann, also Traktoren, Autos, LKWs, mindestens 75% Reparaturstatus haben müssen, bevor es auf die Straße darf. Ausgenommen sind natürlich so Feldarbeitsmaschinen, die nur kurz auf der Straße sind, wie zum Beispiel ein Gruber, eine Sämaschine und so weiter. Aber alles, was sich selbst bewegen kann, also Selbstfahrer und zum Beispiel Anhänger, die sollten die 75% Reparaturzustand nicht unterschreiten. Finde ich gut, ja. Herr Gähwieler kriegt da ein Überprüfungsrecht. Er darf uns anhalten und die Fahrzeuge überprüfen. Und wer die 75% unterschreitet, muss eine Strafe bezahlen. Die müssten wir jetzt noch ausdiskutieren, wie hoch die sein soll. Achim. Ganz kurz mal, da klopft gerade jemand an die Scheibe. Da unten steht nämlich der Vincent und der sagt einen schönen Abend zusammen. Vincent, Sally, schönen Abend. Geh in die Pizzeria, da gibt's heute Hallo Bolognese. Vincent. Genau. Wir kommen nachher in die Pizzeria, geh schon mal voraus, wir kommen. So. Bestell schon mal einen halben Liter. Also, Achim. Ja. Das ist echt ein bisschen blöd von dir, dass du das deinen Freunden antust. Also echt, ich meine, ich bin ja im Maschinenhandel, ich tue die gebrauchten Maschinen. Ich glaube, wer bestens bei den Bauern da im Land da ankommt. Alter, die haben schon eine 500.000 an Strafe zahlen müssen dann. Konrad, es geht hier mir nicht um Freunde und so. Vetternwirtschaft gibt es in Waldstätten nicht. Ich bin jetzt hier als Bürgermeister. Und als Bürgermeister habe ich, um die Sicherheit der Einwohner zu sorgen. Warte, genau. du hast als Bürgermeister keine Freunde. Richtig. Das ist traurig. Also, würde ich mir im Wahlkampf Wahlkampfgeld spenden. Weil, dass der Bürgermeister ja keine Verbindung wirklich zur Stadt hat. Ich würde sagen, da müssen wir neu wählen. Ich lasse mich aufstellen als Bürgermeister. Oh Gott, dann stelle ich mich als Gegenkandidat auf. Nein, aber es gibt keinen Grund dafür, ihn jetzt abzuwählen. Aktuell. Der ist sozial nicht verbunden in Waldstätten. Also, du kannst einen Antrag stellen, dass man ihn abwählt und dann stimmen wir ab. Ja, aber... Bei der nächsten Sitzung. Also echt, muss ich mir jetzt noch einen Verkehrsübungsplatz aufbauen, damit die Leute ein bisschen Auto fahren können. Das ist jetzt mal der erste Schritt. Haben wir in Oberwald. Dann. Eben. Jo, aber ich muss da ja auch irgendwie hochkommen. Soll ich jetzt meinen Maschinenhändler nach Oberwallen verlegen, oder? Wieso nicht? Nächster Punkt. Nächster Tagesordnung. Also bitte mal Eintrag machen hier, was damit passiert ist, bitte. Achso. Er löscht es nur aus. Ja eben, und jetzt, du hast Ding rausgelöscht hier, Ölfabrik, du Seppel. Soll drin bleiben, habe ich gesagt. Ja, hast du nicht gesagt. Hab ich gesagt. Naja. Ich habe alles aufgenommen mit meinem Handy. Wunderbar. Ja. Hallo, ist es jetzt hier in Gemeinderatssitzung, die Weiter geht's. Wirklich öffentlich sind? Weiter geht's. Graslandpflege städtische Gelände von dem Herrn Bürgermeister Achim Sauer. Warte kurz, bevor du anfängst. Du bist so am Arsch. Okay, kannst loslegen. Hey, warum ist der Phil am Arsch? Ja, kannst loslegen. Also, ein weiterer wichtiger Punkt, der Waldstättener betrifft und das gesamte Gemeindegebiet. Wir haben jetzt immer mal wieder Touristen, klar, weil wir schöne Landschaften hier haben, die Berge oben bei Oberwalden, die Skipiste und so weiter. Deshalb sollten wir darauf achten, dass unser Ortschaftsbild ein bisschen netter wird. Ne? Und es gibt einige Grasflächen, die einfach ziemlich überwuchert sind, weil niemand da ist, der sie mäht. Deshalb mein Vorschlag. Wir Bauern dürfen auf Antrag eine gewisse Fläche von Gemeindegrasland pachten im Jahr. Pachtpreis müsste man dann auch noch
festlegen. Können wir dann über unser CP-Modul alles genau berechnen, wie groß die Fläche ist. Und dürfen mit dem Gras verschiedene nicht kommerzielle Sachen betreiben. Zum Beispiel, wir dürfen Heu draus machen. Das Heu wird aber nicht verkauft, sondern darf maximal zur Futtermittelherstellung verwendet werden. Wir dürfen aus dem Gras keine Silage machen, die wir dann verkaufen, sondern wir dürfen aus dem Gras höchstens Silage machen, die wir dann zur Futtermittelherstellung verwenden. Ja? Als Beispiele. Mhm. Ich habe da einen Spruch. Also es geht einfach darum, dass ein bisschen die Grasflächen abgemäht werden und dann natürlich auch weiterverwendet werden. Ja, also ich finde ja eigentlich, dass es in das Gebiet vom Bauhof gehört, da ja der Bauhof zur Stadt gehört und der Bauhof kümmert sich ja um die Stadt. Und dazu gehören auch, Wenn ich dich da gleich unterbrechen darf, der Bauhof hat leider nicht die personelle Ausstattung hier alles, was Waldstätten an Grasfläche hat, zu mähen. Dann will ich kurz was hinzufügen. Ach, ehrlich, wo ich früher beim Bauhof hatte ich was noch auf dem Mitarbeiter. Ja, da kannst du es gern nach der Sitzung mit dem vielleicht sprechen, als du beim Bauhof warst und bei mir hier die Dinger hingestellt hast, wo es dann jetzt Erdrutschgefahr gab, wie der Phil jetzt festgestellt hat. Das musst du mal für teures Geld. Auch die Gemeinde musste viel Geld bezahlen, damit jetzt hier... Früher bestand noch nicht die Gefahr. Also, Phil, ich habe früher, wo ich da bei Bauhof war, da hatte ich viel mehr Mitarbeiter. Du musst mal hier Kampagne starten, musst mal deinen Freunden fragen. Phil, willst du nicht... Die Stadt hat kein Geld, um Leute einzustellen. Hallo. Die Stadt hat kein... Hast du mal auf den Kontostand von der Stadt geschaut? Das gefühlt mehr wie ich. Ja, genau, ist klar. Was? Okay. Also. Ich würde... Also, von der Grundidee ja schon. Ich habe da noch so ein paar. Du meintest, wenn jetzt der Bauer das abmäht, dann gehört ja praktisch das Heu oder das Gras dann dem Bauer. Korrekt. Also nicht der Gemeinde. Ja. Okay. Das heißt, der Bauer muss es auch einlagern oder genau. Aufbewahren oder sonst irgendwie. Der Bauer kann damit machen, was er möchte, solange er es nicht verkauft. Mhm. Und was ist, wie handhaben wir das, wenn er das nicht mäht, oder? Habe. Und was? Letzten Endes bezahlt der Bauer für die ausgewiesene Fläche, für die er zuständig ist, dann im Jahr einen gewissen Preis pro Hektar, sagt man 2000 Euro pro Hektar vielleicht. Und ist ja schon Strafe genug, wenn er das dann Geld dafür bezahlt und er es dann nicht bewirtschaftet. Mhm. Okay. Und hast du da schon irgendwelche Stücke um Waldstätten herum oder sonst irgendwo schon in Sicht, wo du sagst... Nö. Nee, okay. Jetzt müsst ihr vielleicht auch mal da noch eine Begehung machen, welche Stücke da überhaupt in Frage kämen. Ja, vielleicht verbinden wir das dann gerade mit der Erweiterung oder der Planung mit der Ölfabrik und der weiteren Gewerbegelände. Können wir mal im Dezember zum Beispiel einen größeren Vor-Ort-Termin machen. Genau. So, darf ich jetzt reden? Danke. Also ganz ehrlich, ich will jetzt nicht Anschuldigungen machen oder so, aber ich finde es jetzt gerade ein bisschen uneigennützig. Eigennützig meine ich, nicht uneigennützig. Ich habe ja schon gedacht, ne? Da ich habe mitbekommen, dass du Kühe machen willst und wenigsten Bauern hier wirklich Kühe machen. Oder sonst irgendwelche Tiere, die Gras oder Heu oder Blasch oder so brauchen. Ja. Die meisten Höfe hier, also das sind so... Komm auf den Punkt. Schätzungsweise so 90% machen hier Acker, ne? Ja. Und also im Moment sehe ich eigentlich nur dich, Achim, als einzige Person, die wirklich dann Gras benötigt. Mhm. Ja. Okay. Einspruch zur Kenntnis genommen. Gehen wir zur Abstimmung. Wer zur ist dafür? Abstimmung für was jetzt? Dass das Projekt, das ich gerade eingebracht habe, mit der Pacht,
möglich ist. Achso, ja, nee, ich würde mir das erstmal anschauen wollen, um welches Gelände es dort geht und so weiter. Wie das. Ja, aber jetzt stimmen wir ab, ob wir wie das auszusehen hat und wo das ist. Ob das genau, Projekt also, weitergeführt wird. Genau. Oder ob es abgelehnt wird. Achso, nee, weitergeführt schon. Also ich finde es schon interessant. So ist nicht. Aber jetzt also eine Zusage dafür, dass wir das auf jeden Fall machen, gebe ich jetzt nicht dafür. Dass wir jetzt weitergehen und uns dann. Ja. Weitergehen. Flächen anschauen. Genau. Also, wer ist dafür? Achim Sauer ist dafür. Bin auch dafür. Gut. Wer ist Ben? Oder wer ist. Wer hat da gerade gesprochen? Sag mal, wir sind drei Leute hier. Ja, ich meine, Vincent steht. Fischer, mach deinen Popo aus meinem Gesicht. Okay. Also zugestimmt. Nächster Tagesordnungspunkt. Also der hat ja gleich wieder übertrieben, der muss natürlich hier Feldkauf 4. Jetzt machen wir erstmal die Gemeinde, Sarah, das ist erstmal die Bausanierung der Brücke. Tut mir leid, ich würde jetzt halt gerade mal nach Reihenfolge gehen. Ja, nee, das ist aber jetzt, weil das andere ist privat und das andere, oder es ist meine private Angelegenheit und Anträge und das andere ist die Bausanierung der Stadt, beziehungsweise der Gemeinde. So, die Brücke, es geht um Darf ich vielleicht noch den vorlesen, sonst kann ich ja gleich... Wurde ich mal gefragt, ob ich mal eingestellt hier wirklich. Bausanierung Brücke. Darf ich jetzt? Ja. Danke. Nächstes Mal sagst du bitte, hiermit übergebe ich das Wort an Herr Leicht. Dankeschön. Dann weiß ich auch, dass ich loslegen kann, ja? Sonst wissen die 5000 Leute hier in dem Raum nicht, dass jetzt der Nächste redet. Ja, Vincent weiß es, weißt du? Mit Telepathie verbunden. Vincent weiß es? Oh. Ist ja fast so schlecht wie vielleicht. Also, es geht darum, die ist die Brücke, um die bei der zum Beispiel das mit dem Radar, mit der Radarfalle da geht. Die ist schon seit Jahren baufällig. Habe ich nämlich in den Unterlagen gesehen. Da wurde damals schon beschlossen, dass dort eine Bauprüfung stattfinden muss und eine Sanierung auf jeden Fall stattfinden muss. Weil dort bröckelt schon die Steine ab. Das hatten wir damals in der Sitzung nämlich besprochen. Und der Herr Leicht, der dafür zuständig war, hat dort keine weiteren Maßnahmen ergriffen. Ja, ich will nur ganz kurz einwerfen. Ich bin nicht fertig. Und auch nicht dokumentiert. Wenn da irgendwas gemacht hat, weil in den Unterlagen steht nämlich nichts. Somit habe ich das jetzt. Ja? Du bist ja Leicht. Der Fischer hat nichts dokumentiert. Okay. Ja. Wenn du reinredest, darfst du rein, aber ich. So. Typisch. Wenn du nachher hier. Egal. Somit beantrage ich jetzt die Bausanierung der Brücke. Diese wird natürlich wahrscheinlich eine längere Zeit in Anspruch nehmen. Das heißt, die Strecke wird von dort abgesperrt. Also vom Ortsausfahrt oder Einfahrt bis hoch zur der Abzweigung, wo dann man zum Pferdehof zum Beispiel fährt. Die wird abgesperrt und eine Bausanierung findet dann dort statt. Mhm. Weil die Brücke ist auch nicht mehr mit LKWs oder mit unseren schweren Geräten, die wir jetzt haben, nicht mehr sicher zu befahren. Ja, also vor 10 Jahren, das war noch vor hierher angekommen sein, wurde die Brücke hier Naturschutz und so, weil die schon hunderte von Jahren steht. Das ist Denkmalschutz dann, nicht Naturschutz. Ja, Denkmalschutz gilt Gefahr vor Denkmal. Aber Denkmalschutz sind wir dazu verpflichtet, die dann zu pflegen und zu sanieren, so wie die Brücke jetzt auch Bestand ist. Ja, das geht leider nicht, weil unter der Brücke, da leben die... Die kleinen bunten Frösche da. Da lebt nichts mehr. Ich habe so viel Gülle hingeschmissen vor ein paar Jahren, da lebt nichts mehr. Das war ein Witz. Die Bauprüfung wird natürlich durchgeführt und dann wird alles kontrolliert und dann wird da weitergeschaut, was damit ist. Aber ich habe Verbindung verloren. Merken wir. Ich glaube, der Leicht muss mal schnell aufs Klo. Der Leicht hat schnell verlassen. Aber hören tut er mich noch.
Ja, wir können das auch schon mal weiterreden. Wir gucken einfach nicht in deine Ecke, viel wenn. Ja, genau. Schöne Tür, ne? Habe ich extra gebaut früher mal. Superklasse. Ich glaube, das war wegen 15 Minuten Inaktivität. Das kann gut sein, ja. Das passiert dem Fischer nicht so, wie er rumrennt. Also, dann Bauprüfung in die Wege leiten und wir bekommen dann einen Kostenvoranschlag für die Brücke. Genau. Wichtig ist dann natürlich, wenn die Brücke gesperrt wird, dass da... Die Brücke ist ab sofort, also die wird jetzt dann gesperrt, weil das Befahren der Brücke ist nicht mehr sicher. Alles klar. Ja. Dann, Moment. Ist halt wichtig, dass... Ja, Entschuldigung. Ja, sag erst fertig. Dass auch die Helfer-Navigation das eingespeist wird, dass die Helfer sich dort nicht richtig fahren, ne? Genau, das wollte ich nämlich gerade noch ansprechen. Das wird nämlich dann unterbrochen. Gut, perfekt. Nächster Tagesordnungspunkt. Ja, weiß ich jetzt nicht. Soll ich jetzt von links oder von rechts? Weil die Ordnung wird ja durcheinander geschmissen. Die ist von oben nach unten. Er ist jetzt auf der gleichen Spalte. Weil der Herr Leichwer wieder übertreiben musste. Feldkauf 54,69. 69, das war mir schon klar. Naja, die wollte ich unbedingt haben. Oh Gott. Achim? Wir müssen dagegen ankämpfen. Der kommt noch bis 76, 75 und hat dann da ganz unten, rechts unten bei Städten zu einem Fleck. Ja, ich würde eigentlich gerne noch zwei andere Felder kaufen, aber ich würde es jetzt nicht übertreiben. Warum? Ja, Nein, ich will noch das andere. Er muss noch Rechnung zahlen. Ja, müssen erstmal Rechnungen da sein, bevor ich die zahlen kann. Ich hab die schon gestellt. Achso. Hätte ich alles nachher angesprochen. Okay. Also. Ja. 54 und 69. Ja. Steht für mich, sie stehen in nachbarschaftlichen Felder, von daher für mich kein Problem. Ich stimme zu. Bitte. Dankeschön. Sicher? Also, ich würde. Kannst du nur gerade jetzt nicht kaufen. Komm nicht auf den Server. Ich finde das ja schon ein bisschen blöd, weil ich weiß jetzt nicht genau welches, aber ich glaube, ein paar Felder da unten, so 63, 73, 71, 72, 70, 69, so der Bereich, da gehört meinem Onkel, Melchior Fischer, gehören da ein paar Felder und der macht das schon sehr lange aus Tradition und ich finde es nicht, fände ich jetzt nicht so gut. Ja gut, damit hat die Stadt ja nichts zu tun letzten Endes. Das ja, jetzt ist ja, lass mich doch mal ausreden. Wenn der Melchior das verkaufen will, dann verkauft er das. Ich wollte doch jetzt, hör mal zu. Dann musst du halt musst halt mit meinem Onkel halt da ein bisschen verhandeln. Ne? Okay? Nö. Mir schwant Übles. Okay. Schon alles abgesprochen. Sonst hätte ich den Antrag ja gar nicht gestellt. Eben. Aha. Gut. So. Okay. Servus, Leo. Ei. Moin. Danke für dein Follow. Vielen Dank, ja. Follow sehr. Dann der nächste Punkt: Antrag Ferienbauernhof. Leicht. Leicht. Ja. Genau. Unterhalb vom Feld 39 ist es, glaube ich, sehe gerade leider nichts. Ich habe die Karte nicht. Es lädt noch. Wieso? Jetzt komme ich gerade wieder rein. Moment, jetzt muss ich kurz rüberspringen. Ich will, du läufst. Ich will ja auch wieder in der Sitzung teilhaben, ja. Nö. Lieber nicht. So. Ich glaube, unterhalb vom Feld 39 ist, glaube ich. Das ist so ein Eckfeld da. Oh. Ja. Da ist eine kleine Fläche, die der Stadt gehört. Fischer! Hau ihm eine! Komm her! Herzlich willkommen. Leute, jetzt ein bisschen ernsthaft jetzt. Ja? So. Was ist Stress hier? So, unterhalb Feld 39 gibt es so ein kleines Eckchen. Zuhören jetzt bitte. Das der Stadt gehört. Ja. Auf diese Fleckchen
Würde ich gerne ein in die Feriendomizil schaffen für die Leute, die Ferien auf dem Bauernhof machen wollen. Und zwar mit Ferienhäusle und einem kleinen Spielplatz und so weiter für die Kinder, dass die dort Ferien machen können bei mir. Und die dann mit im Stall arbeiten können, wenn sie möchten. Und dann später habe ich die Idee eben noch Pferde, Hühner hinzuzunehmen. Pferdehühner. Pferdehühner, ja, genau. Die fliegen dann in der Gegend rum. Was weiß ich, dass es so große Hähnchenschnitzel gibt. Hähnchenlasagne. Hähnchenstotzen. Einmal ein halbes Pferd. Ja, sorry. Ist halt Stadtgrundstück, ne? Ja, ich kann es ja aber nicht auf keinem den Grundstück bauen. Also, ich meine, wenn es genehmigt wird von eurer Seite aus, baue ich das auch gern unterhalb wieder. Da, wo ich die BGA zum Beispiel hatte, kann ich es auch gerne dorthin bauen. Habe ich auch kein Problem damit. Ich wusste nur nicht, ob mir das genehmigt wird dort. Ja, also, das ist halt direkt unter einer Hochspannungsleitung, ne? Ja, die geht ein bisschen weiter drüben runter, aber die BGA war ja auch nicht direkt runter. Die war ja auch rechts versetzt. Ja, also ganz ehrlich, ich finde es jetzt irgendwie nicht okay, dass ja das Stadtgrundstück gepachtet wird für ein Ferien. Okay. Warte, jetzt lass mich mal ausreden hier. Ferienfreizeitplatz heißt es, ja, glaube ich, so. Weil ich auch ganz ehrlich nicht glaube, dass es auf diesem kleinen Flächen. Ich meine, was passen dahin? Drei Zelte? Also ich glaube nicht, dass auch das bei diesem kleinen Flächen bleiben würde und das auch nicht dann. Ich finde das dann auch fände ich nicht okay, wenn dann der Park woanders hin verlegt wird und da dann immer noch oder wieder abgerissen wird. Also. Ja. Und fertig. Kann reden. Sollen wir da auch eine Ortsbegehung machen, Phil? Oder wie sieht's da aus? Können wir gern machen. Mir ist es, ich hatte das jetzt halt als kleines Fleckchen, weil das halt nahe meinem Hof ist, jetzt halt mal bedacht. Ja, hört sich gut an. Wir müssen natürlich gucken, wie dann die Bezahlung für die Stadt ist. Ja. Und, ja. Ist ja kein Problem. Also da sehe ich jetzt kein Hindernis für mich, dass ich da irgendwie was bezahle, natürlich. Okay. Ja, können wir. Können wir gerne mal drüber reden. Okay. Oder super. Das uns angucken, machst einen Plan und dann gucken wir uns das auch im Dezember an, würde ich sagen. Jo, alles klar. Gut. Dann haben wir es durch, oder? Ich würde gerade noch die Felder kaufen. Jo. Ich habe mal eine Frage. Also das letzte Mal bei der Verleih-Sondersitzung hatten wir beschlossen, dass er auf jeden Fall von der Sitzung hier ausgeschlossen wird. Hält das jetzt immer noch? Nein, das war doch ganz einfach. Wir haben gesagt, der Herr Leicht hat nur mal das Recht auf Einspruch. Das hat er wahrgenommen, hat seine Argumente geäußert. Daraufhin habe ich meine Anklage angepasst und das Strafmaß wurde jetzt per außergerichtlichem Geschäft festgelegt und damit hat sich die Sache insgesamt erledigt. Also, ich als Bürger von Stetten finde es ja nicht okay, dass da einer so krumme Sachen macht, nur 5.000 zahlen muss und dann immer noch seine gleiche Position behält. Er bezahlt 10.000 und er hat seine Argumente deutlich dargelegt. Das hat er das letzte Jahr mal schon gemacht. Ja, und? Jetzt hat er seine Argumente dargelegt und überzeugt, dass er sein Strafmaß, des Ausschluss vom Stadtrat, dass es nicht gerechtfertigt wird. Ja? Okay, ja, Moment. Bevor wir die Sitzung schließen, kleinen Moment noch. Vielleicht? Hm? Also ganz ehrlich, ich hatte ja schon mal den Bauhof, ne, und war dann hier als auch Bauhof in der Sitzung hier drin, okay? Und da hatte ich ja schon viel zu tun. Und die Frage ist halt, ob als Bauhof und als Bürgervertreter das schaffen kannst. Ich meine halt, es ist auch
Ja, das würde ich auch wirklich in Frage stellen, ob man das überhaupt schaffen kann, weil du führst ja eine BGA, du hast noch einen Hochruf, dann tust du noch Bauhof machen und dann willst du noch Bürgervertreter sein. Ganz ehrlich, das ist schon ein bisschen. Ja, aber was schlägst du vor? Ja, also ein Bauhof sollte ich ja schon teilnehmen an der Sitzung. Aber ich glaube, das Bürgervertreter dann ist das dann schon noch doch zu viel. Das heißt? Dass du vielleicht zurückgehst vom Bürgervertreter Posten. Wer soll ein Bürgervertreter werden? Weiß ich nicht, können wir ja wählen. Also gut. Auf Wunsch von Herrn Fischer trete ich hiermit als Bürgervertreter zurück. Müssen wir ja Wahlen ansetzen. Und ich trete aber als Wahl für Bürgermeister, als Bürgervertreter wieder an. Als wenn sich jemand anders aufstellen lassen möchte, kann er das natürlich gerne tun. Na klar, also ich lasse mich aufstellen. Jetzt haben wir den Salat, das müssen wir im Januar noch wählen. Nee, ich will nicht. Guck mal, Alter, wir haben das, ganz ehrlich, wir haben das letzte Mal schon, okay, wir haben Bürgermeisterwahl. Fischer, willst du es machen? Ja. Bürgervertreter. Ja, aber ja. Du willst Bürgervertreter machen. Ja. Weißt du, was für eine Verantwortung das ist? Ja, ich gehe zu Bürgern und frage die, was deren Meinung ist, und dann trage ich das alles zusammen, gehe zu noch mehr Bürgern und frage, was die Meinung ist, dann trage ich noch mehr zusammen, tu das alles in Bericht machen und trage es hier dann vor, oder tu das dann... Alles klar, also gut. Hiermit trete ich das Amt an dich ab. Nee, geht leider nicht. Wir geht nicht? Die Ämter werden nicht verkauft. Ämter können nur gewählt werden. Ja? Okay, also gut. Hallo, wieso hat der Bürgermeister die Sitten verlassen? Dann müssen wir... Weil er die Sitzung geschlossen hat und du noch einfach da am Rumpelabern bist. Dann haben wir Wahlen im Januar. Oh, wieso nicht im nächsten Ratssitzung, meine Güte. Ja. Ja. Ja, wir können ja den Wahlausschuss konstituieren, wir müssen die ganze Wahl organisieren. Also das kann ja nicht einfach in einer Ratssitzung machen, sondern die Bürger müssen ja einbezogen werden. Stimmt. Die Bürger wählen, die kennen die mal den Leichnam. Da war ja nicht mal die. Gut. Ich gehe jetzt noch in die Pizzeria, dann also, sind wartet. Meine lieben Leute, vielen Dank fürs Zugucken. Lasst ein Abo und Like da und kommentiert, wenn euch das gefallen hat. Immer diese Diskussionen hier. Ja, schlimm. Ich würde den Fischer gerne aus dem Stadtrat ausstrecken. Oh, André. Ja, wir brauchen halt nichts. Oh, Jesus! Jesus! Falschparker. Also, dann vielen Dank fürs Zugucken. Lasst ein Abo und ein Like da und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Vielen Dank. Bis dahin. Tschüss und ciao.